Moin und willkommen hier bei Schwungvoll, ja, einem neuen Video, und es geht leider noch einmal um das Thema Batterie 2.4 und Ladekurve. Ich bin jetzt mit 9% hier bei Ionity angekommen, also keine Alpitronic Lader, das ist schon mein erster Unterschied. Dann, es sind glaube ich die Tritium, sind das. Dann werde ich aufgrund eurer Rückmeldung, und dafür bin ich euch super dankbar, das Thema Wärmepumpe mal eben betrachten. Das heißt, mein Fahrzeug ist ja ein First, der hat eine Wärmepumpe und hat als Klimakühlmittel CO2 drin. Ich guck mal eben auf den OBD, der hat Batterietemperatur bei 34,5 Grad, Einlasstemperatur 25, Auslasstemperatur 27 Grad. Damit ist es definitiv so, dass die Temperaturen hier ähnlich wie beim ersten Test sind, und ich werde das Auto dann aber in Ruhe lassen. Das heißt, ich werde den die Temperaturen nicht anzeigen, damit keine Verbindung im Auto zustande kommt, und ich werde auch nicht ständig ins Auto springen, das heißt, dass die Klimaanlage angeht. Ich werde euch, es sind 32 Grad Außentemperaturen, von draußen berichten, was das Auto macht, und werde dann nochmal gucken, ob die Ladekurve tatsächlich jetzt sich ändert, wenn das Auto in aller Ruhe für sich selber laden kann. Bin ganz gespannt, was da jetzt bei rauskommt, und wir werden sehen. Ich schließe das Auto jetzt erstmal an. 9% ist noch im Akku. So. Also, als erstes, Fahrzeug mal eben, das zeige ich mir, schließe ich jetzt ab. Seht ihr, die Spiegelklappen hoch. Er fängt jetzt an zu laden und lädt bei 9% mit 128 kW. Man sieht auf diesem Display leider gar nichts. Müsst ihr mir eben glauben, er ist jetzt bei 128, und jetzt werde ich das natürlich beobachten. Also bei 10%, 9%, 10%, 128 kW. So, also ich war jetzt eben gerade verwundert, er hatte zeitweise bei 15% sogar mal 135 kW, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Läuft jetzt aber bei den 20% genau wieder auf die 125 kW, die ich schon kenne, und somit auch langsam runter, ist jetzt hier schon bei 122 kW. Ich dachte, ihr seht es nicht, es ist total am Blenden. Tja, ihr müsst es mir jetzt einfach mal glauben. Ist jetzt also bei 121, 120 kW bei 22%, das geht recht fix. Und wir werden es weiter beobachten. So, weiter geht's. Wir sind bei 30% und 102 kW. Das ist tatsächlich ein Müh mehr, als ich es hatte beim ersten Mal, da waren es 100. Und ein bisschen mehr noch als beim zweiten Mal, da waren wir bei 96. 102 aktuell, und die Außentemperaturen, die sind gerade wirklich nicht feierlich. Also wir haben es hier 32 Grad Außentemperatur. Jetzt bei 31% ist er bei 101 und schwankt so auf 100 kW und so weiter. Also streiten wir uns jetzt nicht um Nuancen. Er ist jetzt ungefähr bei 101 kW. Etwas besser als bei dem letzten und ziemlich gleich auf dem Niveau wie beim ersten Test. Aber das Auto ist nach wie vor abgeschlossen. Ich schwitze mir hier ein zu Tode, und alles für die Wissenschaft. So, jetzt wird spannend. Wir sind jetzt bei 40% und er lebt noch mit 88 kW. Das ist jetzt deutlich mehr als beim ersten Test und auch deutlich mehr als beim zweiten. Da waren wir bei 75 und bei 80 kW, und ich bin jetzt hier bei 88 kW. Wie gesagt, immer noch kann man hier nichts erkennen. Nix. Also da ist die Zahl, wenn ihr da mal hingucken wollt, aber sorry, beschwert euch bei Tritium, die haben diese Säulen da aufgestellt. Er geht jetzt runter auf 85 kW, was aber immer noch höher ist. Also wir hatten 80 und 75 beim letzten Mal. Also wundert mich schon, aber wie gesagt, wir gucken jetzt bis 80% und dann entscheiden wir, ob das was Gutes ist oder nicht. So, meine Lieben, das scheint sich hier zu bestätigen. Ich bin bei 50%, jetzt bei 68 kW. Ihr seht es immer noch nicht, weil es blendet immer noch, aber ihr müsst es mir glauben. Also 68 kW, am Schluss blende ich die Kurve nochmal ein. Neben mir ist übrigens jetzt ein weiterer ID3, auch ein First-Modell, und hört mal eben zu, der kommt aus Schweinfurt
Und der Fahrer ist 74 Jahre alt. Ist einer der Ältesten, die in Dresden einer dieser Modelle jetzt als First abgeholt haben. Und ja, die fahren mal eben nach Bremen von Schweinfurt, weil es geht. Also, aber wir sind heute hier zum Thema Ladekurve und somit ja, beobachten wir es weiter. Aber es scheint sich zu bestätigen. Wenn ihr das Auto in Ruhe lasst, geht die Klimaanlage nicht an und die Klimaanlage zieht euch dann eben nicht notwendigen Strom, den er dann zum Laden verwendet. Interessant. So, wir sind jetzt bei 60% und laden mit 66, 65 kW. Das ist ungefähr das gleiche Niveau, das ich letztes Mal auch hatte bei der zweiten Kurve. Aber wir sind deutlich gleichmäßiger jetzt angelaufen. Wir haben nicht diesen Bruch drin. Interessant. Also ich bin nachher auch auf die Ladezeit gespannt am Ende. Also 21 Minuten sind wir aktuell dabei. Das könnte tatsächlich so ausgehen, dass wenn ihr den ID3 mit einer Wärmepumpe beim Laden in Ruhe lasst, dann lässt ihr euch auch in Ruhe und bietet ein bisschen mehr Ladestrom in den mittleren Segmenten, wenn er runtergeht auf 60%. Wie gesagt, 20% fehlen jetzt noch, aber die haben wir auch gleich geschafft. So, ja, Ladekurve bestätigt sich auch bei 70%, bin da jetzt bei 53 kW, schwitze wie die Hölle hier. Also, er sagte es hier gerade schon, ne? Die MBW-Lader haben alle ein Dach und hier stehst du unter der knallen Sonne. Es könnte jetzt auch ein Sturzregen kommen und dann wäre ich pitchnass. Alles für die Wissenschaft, ich habe schon gesagt. Also, 70% jetzt bei 54 kW, Ladekurve ganz am Schluss. So, das war's. Wir haben jetzt 34 Minuten geladen, 80%. Er lädt noch mit den 54 kW vom Anfang. Ihr könnt immer noch nicht sehen, aber das soll es dann gewesen sein. Ich werde euch jetzt mal eben die Ladekurve zeigen. Also, es scheint sich zu bestätigen, wenn ihr das Auto in Ruhe lasst, ja, also gerade die IDs mit einer Wärmepumpe, dann lädt er tatsächlich etwas besser, als er es tut, als das, wenn ihr drinnen sitzt eben und euch wohlfühlen wollt und nicht, wie ich jetzt hier gerade, komplett durchschwitzt. Kann es aber auch nicht sein, müssen wir ehrlich sagen, ne? Weil entweder könnt ihr es jetzt aus Eimern gießen oder es könnte eben so warm sein wie jetzt hier, 32 Grad, ihr schwitzt wie die Hölle und sitzt natürlich gerne in einem klimatisierten Auto. Da gibt es also hier bei dem Fahrzeug mit Wärmepumpe und CO2-Kühlmittel tatsächlich wohl echt ein bisschen, ich möchte jetzt nicht von Problemen reden, aber ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, weil das habt ihr mir ja in den ganzen Feedbacks zurückgegeben. Die, die keine Wärmepumpe haben, die sehen diesen Einbruch nicht, den ich da gezeigt habe. Und das kein, oder es scheint tatsächlich von der Wärmepumpe zu kommen, von der Klimaanlage. Und warum das so ist, das muss VW jetzt klären. Also, ich hoffe, ihr ein bisschen zur Aufklärung beigetragen zu haben. Soll es gewesen sein. Ihr wisst, Daumen hoch, Daumen runter, mir eigentlich nicht egal, weil bei Daumen runter möchte ich immer wissen, warum. Aber Kanal abonnieren, weil das ist immer kostenlos, niemals umsonst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Für mich geht es jetzt am nächsten Montag zum Media-Event des ID. Buzz. Da freue ich mich ziemlich drauf. Und ansonsten ja, gibt es demnächst mal ein Feedback-Video von meinem ID3. 5 Dinge, die positiv sind und 5 Punkte, die ich negativ sehe. Also, bis dahin. Ciao.